willkommen zu Musical Talk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Das ist hier System 100, wohlgemerkt das 100, nicht das 100M. Das 100M ist das kleine, also mit dem Rack-Teil. Mhm. Und das hier ist der Vorgänger. Das ist sozusagen fast baugleich mit dem 700er, das ich gerne hätte. Ah. Ja, und das ist eben... Und da ist auch der Sequencer am Start da hinten, ne? Halbmodular. Ja, also das heißt, ich kann bestimmte, also ohne eine Steckverbindung kriege ich da immerhin mal so einen Ton raus, zumindest im Keyboard-Modul eigentlich. Was? Also das heißt, ich kann hier auf jeden Fall gleich mal damit arbeiten, aber mit dem Sequencer ist es natürlich so, dass ich dann sozusagen die Tastatur ausschalte durch die Steckverbindung. Mhm. Oder eine ganz einfache Verbindung ist dann eben herzugehen und zu sagen, ich möchte das zweite Modul, also die zweite Stimme, den zweiten Synthesizer, auch über die Tastatur spielen. Und dann gibt es eben hier die normale Verbindung. Klingen die genauso cool? Was ist so deine Erfahrung? Am Ende des Tages nimmst du immer die richtige Hardware, ne? Also gibt es da jetzt schon so ein paar Plugins oder Synthes, wo du sagst, oh, den benutze ich dann doch schon ganz schön häufig mittlerweile? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja, und was wäre das? Was benutzt du da? Ich hatte mal, leider kann ich das nicht mehr benutzen, das war von TC Electronic, TC Works gab es quasi eine Mercury. Ja, davon gab es das Mercury. Auch. Aha. Da gab es aber nochmal einen Teil, das heißt. In der Powercore oder so? Nee, in dem Spark Audio oder so gab es ein Modul, das war quasi der nachgebaut. Ach, Wahnsinn, echt? Und das war echt gut. Also, das fand ich gut, wobei. Also, ich halte jetzt nicht so viel von Scheuklappen, egal in welche Richtung. Ja. Also ich möchte mich da eigentlich frei machen. Wenn ich Zeit habe, es ist irgendwie auch passt, es hat natürlich einen bestimmten Klang, auch nur ein bestimmtes Spektrum, bestimmte Sachen gehen damit einfach nicht. Es klingt auch immer wahnsinnig elektrisch gleich. Ja. Also nicht zu vergleichen mit einem warmen Bass wie ein Minimoog zum Beispiel, der ist viel wärmer. Aber er ist natürlich, was die ganzen Kanten angeht, also ist er richtig gut. Ja. Sequenzen, Noise. Du hast ja hier quasi so eine Auswahl. Also ich habe ja viel mit dem Oberheimer Expander gemacht, der ist ja genau das Gegenteil. Der ist ja sehr zahm. Ja, und er hat wahnsinnig langsame Envelopes. Absolut. Ja, also, aber ich meine, es gibt Bässe und sowas, der schmiert da total schön. Mhm. Also die sind nicht so akkurat. Dafür nehme ich ihn sehr gerne. Ich habe den immer für diese nasalen Trance-Sachen benutzt. Ja, also diese Filter. Auch gut. Und der ist auch schon viel benutzt worden. Der ist leider, Prophet 5 ist leider, also einer der genialsten Synthesizer, die jemals gebaut worden sind, aber einer der beschissensten Tastaturen, die es überhaupt gibt. Mhm. Und eigentlich jedes kaputt, Gerät, das ich eher von dem ich gehört habe, ist eher nach ein paar Jahren ist einfach die Tastatur hinüber. Deshalb, ich benutze den eigentlich nur über MIDI. Also das heißt, ich spiele irgendwas über MIDI ein und dann nehme ich das auf und drehe dann verschiedene Filtereinstellungen, nehmt das alles auf. Du benutzt die Sachen, die jetzt hier stehen, alle noch tatsächlich in der Produktion? Ja, auf jeden Fall. Also auf der, eigentlich gibt es hier keinen Synthesizer, der nicht benutzt worden ist bei Relocated. Okay. Und da wollen wir doch jetzt nochmal ganz speziell dich ausfragen. Das sieht ja richtig monumental aus. Das ist ein Chord Programmable Polyphonic Module. War kein Synthesizer, ein Module. Ja, also... Das ist... Wow,
Wahnsinn. Bin irgendwie zu heiß. Das ist immer ein bisschen mit dem Level hier. Also voll Polyphon. Du hast am Anfang schon mal kurz erzählt, 64 Stimmen. Ja, also ich glaube, es sind 64, ich müsste jetzt nachzählen. Aber du kannst jede Taste drücken sozusagen. Gleichzeitig, also können jetzt den Arm drauflegen und dann. Kriegt er jetzt natürlich schwer. Ja, ist. Haben wir hier auch sogar. Das sind, da kannst du so Mikro-Tunings machen. Also so für irgendwelche, was ich nie brauche, keine Ahnung. Programmable. Ja, das ist also ganz legendär, weil ich kann damit Programme abspeichern. Und das gab es damals sozusagen gar nicht. So, den schreibe ich jetzt hier drauf, eigentlich. Gar nicht mehr vorstellen. Ja, das hat er gesagt, mein Sound abspeichern. Also, Wahnsinn. Es ist also so auch, das ist ein ganz merkwürdiges Abspeichern, weil ich habe jetzt gerade mal das ja abgespeichert auf die 1. Ja. Da klingt das also anders. Das ist jetzt also der Programmiermodus sozusagen. Aber dieses Programm kann ich nicht mehr verändern. Das ist wie ein Snapshot. Also da geht nichts. Ja. Das heißt also, wenn du mal einen Sound hast, der dir richtig gut gefällt, kannst du ihn abspeichern, aber kannst du nicht mehr editieren. Nicht mehr machen. Wenn nur noch so. Ich bin ja ein kurioses Gerät, ne? Siehst du, noch nicht mal hier. Egal was ich hier rede, es geht nichts mehr. Und den habt ihr auch im letzten Album im Einsatz gehabt. Den habe ich auch im letzten Album eingesetzt. Ja. Und das ist also so, dass. Ich habe jetzt kurz mal geguckt. Bei denen gibt es ja nicht mal einen Marktwert, weil da gibt es so wenig. Verkauft doch keinen. Ja, ich habe kürzlich einen gesehen, allerdings in England wird einer verkauft, der ist restauriert, der kostet 8000 Pfund. Boah. Ja. Naja. Also, günstig zu haben. Ja, Alex, da kannst du mal sehen, ne? Nicht schlecht. Du heute auf deinem MacBook alles abfeuerst und so, ne? Stromverbrauch, Hitzeentwicklung. Aber auch ganz kurios, zum Beispiel hat er kein Noise, aber das Noise kann erzeugt werden über eine Modulation. Das einzige Problem ist, dass die Modulation irgendwie mit dem Filter irgendwie, das ist nicht so toll, wie wenn man das Noise zuschalten kann. Ja? Okay. Ich versuche das mal kurz zu machen. Also das ist jetzt eine ganz normale. Das geht hier aber auf Noise. Genau. Neues Geschichte. Ne? Also er ist eigentlich optimal für ähnliche Pads, Polyphone, Sachen so Jean-Michel Jarre oder was weiß ich was. Auch Emerson, Lake & Palmer, die haben das benutzt, Pink Floyd. Also viel für Polyphone. Also wenn du arbeitest dann quasi so, du triggerst die Sachen an und du, wie wird das dann? Das war Musotalk, der Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Besuchen Sie unsere Internetseite www.musotalk.de und hinterlassen auch Sie Ihren Kommentar zur Sendung.